den ganzen Schlitten, oder? Wenn ich ihn anders kriege, machen wir uns das dann schon aus. So. Sehen wir was? Ah ja, wir sehen was. Jetzt geht ein bisschen größer. Den Text ein bisschen größer. So was auch so. Geht das da mit Control Plus? Ja. Command Plus? Ja. Wobei, da fällt ich mir gerade ein, ich will ja gar nichts auf der Command Line zeigen. Also das ist wurscht. Wurscht. Fair enough. Gut. Genau. Ja, ich wollte euch eigentlich nur ein Add-on zeigen. Das heißt Ghostery. Das kennen wahrscheinlich viele von euch, manche werden es vielleicht nicht kennen. Für die, die es nicht kennen, Ghostery ist ein Add-on, verfügbar für alle bekannten größeren grafischen Browser. Lynx und Elynx gibt es leider noch kein Plugin. Der. Kommt vielleicht noch. Was macht Ghostery? Ich habe es hier zum Beispiel installiert. Es fügt sich in die Symbolliste ein und zeigt live an, ob er Tracker auf der Seite gefunden hat oder nicht. Und man kann halt auswählen, ob man den Tracker blockieren will oder erlauben will. Zum Beispiel, for example, GitHub. Auf GitHub ist auch ein Tracker, nennt sich Google Analytics. Ist jetzt nicht so der kritischste Tracker, den verwenden viele Seiten. Falls jemand, was das Gute an Ghostery ist, meiner Meinung nach, man kann immer direkt Informationen über die verschiedenen Tracker direkt in Ghostery eben selber. Da gibt es dann immer so schöne Links. Wir verlinken dann auf die eine Ghostery-Subseite. Der Beamer hat eine sehr komische Aufhellung, oder? Woran liegt das? Das ist einfach nur der Kontrast. Ah, okay. Ruhig laut denken. Die Leute, die ja zuschauen, dürfen ruhig mithören. Passt schon. Okay. Ja. Ja, also Google Analytics wird auf sehr vielen Seiten verwendet und mit Ghostery hat man halt direkt den Link zu den genaueren Informationen und zu den Details über diesen Tracker. Anderes Beispiel, zum Beispiel, falls wer von euch Lifehacker kennt, hat 12 Tracker auf der Seite. Das sind Chartbit, wie heißt das? Criteo, DoubleClick, DoubleClick Spotlight, Facebook Connect. Hey, warum ist das aktiviert? Das gibt es ja nicht. George Bait, was yours? Ja. Und falls man einen bestimmten Tracker doch brauchen sollte, wie zum Beispiel Facebook Connect, dann kann man ihn halt on demand mit diesen Schaltern deaktivieren und aktivieren. Man kann Seiten auch auf eine Whitelist setzen. Und direkt auswählen, welche Tracker man erlauben will und welche man blockieren will. Und auf der Seite gibt es auch ein nettes Video.
das ihr euch dann anschauen könnt. Und ja, das war's im Großen und Ganzen. Und wie sehr schnüffelt Ghostery mit? Also laut Ghostery schnüffelt Ghostery nicht mit. Facebook, wo liegen die Informationen? Ghostery wird allerdings von einem Ad-Tracking-Network verteilt. Also. Unter welcher, also ist Ghostery freie Software oder ist es geschlossen? Es ist JavaScript. JavaScript ist Open Source. Nein, es ist zumindest mal nicht geschlossen, was aber noch nicht heißt. Aber gut, es ist zumindest der Code offen. Es könnte ja auch obfuscated sein. Wenn die Es gibt Bedenken zu Ghostery, aber wie man glaube ich auch gerade gesehen hat, es gibt einem schon sehr viel Informationen, die man sonst anderen Leuten geben würde. Es ist ein Tracking-Network versus viele andere. Ja, das trifft es wahrscheinlich sehr gut. Aber Ghostery kann man dann mit Disconnect blocken. Also. Mozilla hat da was Ähnliches, nennt sie Lightbeam, geht aber eher nur, glaube ich, nicht so sehr ums Blocken, sondern nur ums Herausfinden. Dann zeigt es an, ja. Das ist sehr schön. Und das kommt von Mozilla, das heißt, die haben vielleicht nicht so sehr Interesse dran. Lightbeam ist, glaube ich, ausgegliedert worden. Aber Lightbeam ist auch großartig, gibt es, glaube ich, nur für Firefox. Ja, man kommt vor allem Mozilla. Aber zeigen. Wir müssen mal eins zu denken, da guckt jemand mit und wenn ihr nur Text redet, dann. Ja, aber wenn sie es erzählt hat, dann wäre cool. Kann ich schnell zeigen. Lightbeam. Ach ja, X-Quick solltet ihr auch können, denke ich mal. Laut reden. X-Quick ist eine Suchmaschine, die auf Google basiert, aber die Daten nicht an Google weitergibt. Also, man hat quasi Google Proxy, oder? Ja, verwendet die Engine von Google mit, aber lockt nicht die IP-Adresse und die eigenen Daten für Google. Ich höre dich. Okay. Super. Ja. So, kurze Anmerkung zu Ghostery noch. Das hat so ein praktisches Auto-Update-Feature, was natürlich auch immer zu Ghostery nach Hause telefoniert. Also das ist auch ein bisschen so eine Art Tracking. Würdest du gerade zeigen noch? Nee, das brauchen wir nicht zeigen, das gehört zu Ghostery dazu. Also, muss man auch ausschalten, wenn man nicht getrackt werden möchte. Kannst du mal installieren, das ist eine coole Animation. Ja, aber nur wenn du kein Ghostery hast. Wahrscheinlich. So, noch einen, wen haben wir noch? Da war noch was. Einen haben wir noch, genau. Du hattest was. Genau, ja. Also ich. Wenn ich sag mal, ich könnte dort noch was herzeigen. Ja, also bist du nachher noch da oder? Nein, ich bin nachher mit nachher weg. Achso, ja dann, du bist auch noch da. Ja, ich. Also du kannst gerne, du wirst uns jetzt zeigen, du schnell. Du bist nachher noch da? Will eigentlich ein Bier trinken, aber ich bin nicht da. Du kommst, ja, da bist du hier. Okay. Dann würde ich ihm mal kurz was geben, weil er nachher weg ist. Ich muss mal kurz den Computer ausbauen. Der da dran hängt, also Sven, wenn du einfach da wieder dran hängst. Wenn du was reden willst, bei mir geht immer das Bild weg, das ist doof. Da hast du keine Freude dran. Warum geht das Bild weg? Mit dem höchsten Drehwetter und dem Riss. Ja, ich weiß. Okay. Ich brauche eigentlich nur einen Browser mal, weil sonst geht sich in der Zeit nicht mehr aus. Wunderbar. Und zwar geht es darum, dass ein Netzwerk-File-System-Cluster, und zwar, falls jemand von euch kennt, Cluster.fs, also mit Gustav, nicht mit Cäsar. Und was ich letztens gemacht habe, ist, ich habe das auf einem Raspberry Pi installiert. Weil es so ist, dass der File-Server ist ein kleiner Raspberry Pi und jetzt hatte ich das Problem, dass eine Festplatte an einem USB-Port ist zwar recht schön und gut, aber. Was? Danke. Und was ich damit gemacht habe, es ist einfach extrem leicht zum Aufsetzen. Kurz zu ClusterFS. ClusterFS ist ein Netzwerk-Cluster-File-System, das inzwischen Red Hat, also der Upstream-Maintainer von ClusterFS ist
und es verteilt im Unterschied zu den meisten anderen Cluster-File-Systemen die Dateien als ein Ganzer und nicht in Blöcken. Das heißt, der Vorteil ist, egal, also wenn jemals ClusterFS nicht mehr ist, nicht mehr sein sollte, nicht mehr will, endet man nicht mit einem Haufen an Bitbrei, den man mühselig vielleicht auch nicht mehr zusammenbauen kann, sondern du hast Files und du musst sie nur noch in die gleichen Ordner reinkopieren. Das ist der Vorteil von ClusterFS. Wie bitte? Der ist auf jeden Fall schon mal besser, aber wenn ich jetzt 100.000 Files habe auf meinem File-System. Du brauchst eigentlich nur UnionFS machen und die Sachen nachher zusammenkopieren. Also du hast einfach mehr Möglichkeiten, im schlimmsten aller Fälle deinen verteilten Cluster wieder auf was anderes zu migrieren. Und ja, gut, wenn ich das Problem habe, dass das Dateisystem flöten geht, dann habe ich hoffentlich... Nicht das Dateisystem. Es ist so, dass du hast, ClusterFS ist eben über dem Dateisystem. Das heißt, du kannst drunter ext4, xfs, was auch immer haben. Aber dieser ClusterFS-Layer, der was das quasi umhält, ne? Ja, aber das Ding ist, dass du hast drunter immer ein Skelett von der vollständigen Datei, also Verzeichnisstruktur. Und es liegen halt, wenn du zum Beispiel jetzt zwei Files kopierst in einen Ordner, landet ein File auf dem einen Node, ein anderes auf dem anderen. Das entscheidet anhand eines Hashing-Algorithmus. Und dadurch habe ich eben, der Nachteil ist Performance, aber der Vorteil ist, du hast einfach ein sehr robustes Cluster-System, das dir im Worst Case aller Worst Cases immer noch Zugang zu deinen Daten ermöglicht. Und ich habe das auf einem Raspberry Pi installiert, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, dass ich zwei externe Festplatten nach außen hin einfach verkaufe wie eine große. Und ich kann dann über einen USB-Hub zusätzliche Festplatten im Nachhinein anstecken und einfach sagen Grow. Und habe dann von außen eine Netzwerk-Storage, die sich verhält wie eine große Festplatte, obwohl ich viele kleine Festplatten da dran habe, die alle in sich mit Standard-Komponenten fahren. Das heißt, ich habe ein Standard-Software-Rate drauf, auf dem Software-Rate ein Standard-Dateisystem. Und was ich da kurz zeigen wollte, wenn man es lesen kann, das highlightet aber jetzt, Moment, dann muss ich das da oben wieder, damit man es besser lesen kann. Das Nette an ClusterFS ist, man macht sich jetzt zum Beispiel in meinem Fall zwei Disks. Ich mache zwei Verzeichnisse mit Make. Ich glaube, du musst das highlighten, weil das sieht man so schlecht. Control Plus ein bisschen. Das geht ein bisschen besser. Das ist einfach ein Make-Dir, das sind einfach nur die Mount Points. Und dann geht man einfach her und sagt Cluster Volume Create. Dann gibt man dem Volume einen Namen. Bisschen von größer machen oder so? Weil ja. So. Also, wir haben ganz normale Mount Points. Es ist wunderschön, weil es basiert einfach auf diesen Standard-Dingen, die man eh schon kennt. Du machst da Mount Points, du mountest deine zwei File-Systems und nachher sagst du einfach nur Volume Create, gibst dem Ding einen internen Namen, mit dem du das Volume dann ansprichst. Das ist Hostname, Doppelpunkt, Mount Point 1, Mount Point 2. Da können jetzt auch andere Rechner mitspielen. Also in dem Fall sind es zwei Disks an einem Rechner, der heißt Rasputin. Und sind halt zwei Disks. Und wenn ich in Zukunft einen anderen Rechner mitspielen lassen will, dann hat er einfach vorne einen anderen Hostname, Doppelpunkt und dessen Mountpoint. Der sagt dann, okay, ist okay, dann startet man dieses Volume und dann mache ich noch einen Mountpoint für dieses Cluster-Volume. Mount ist nichts anderes als Type ist ClusterFS, Hostname, Doppelpunkt und jetzt habe ich hier den Namen, den ich dem Volume gegeben habe. Sage ihm, wo ich es hinmounten will und das war's. Und dann habe ich einen Scalable Storage und zwar ziemlich technologieneutral. Und das Schöne ist, dass du kannst es entweder auf einem Rechner machen, indem du mehrere Festplatten dazu steckst. Wir haben das bei uns im Archiv, bauen wir das gerade mit 3x15 Disks pro RAID in einem Rechner und davon halt Rechner zum Dazustecken. Und ich habe mir gedacht, ich zeige das mal kurz her, damit man das mal gehört hat, was ich immer mal damit mache. Und dann haben wir gedacht, das geht sich jetzt noch in ein paar Minuten aus. Spielt der große Dateien wieder auf? Nein. Das heißt, die größte Datei, die ich an einem Gast speichern kann, ist limitiert mit dem größten freien Speicher. Ganz genau. Auf dieser Disk. Ja. Und du kannst angeben pro Disk in den Optionen, wenn du das Volume erstellst, was ich jetzt nicht gemacht habe, weil ich einfach nur die Standard-Options gefahren habe, kann man angeben, du kannst angeben, wie viel Prozent frei bleiben sollen auf der Disk
und dann nimmt er die nächste, wo der Platz frei ist. Wenn dein Ding in Summe voll ist, hast du sowieso ein Problem, aber du kannst quasi kontrollieren, welche Storage er wie schnell wie anfüllt. Das heißt, wenn ich auf zwei unterschiedlichen Platten nur mehr 1 GB frei habe, kann ich da 2 GB frei speichern. Genau. Also wie gesagt, der Vorteil von Glas ist, dass er die Files nicht zerreißt. Dadurch hast du immer ein konsistentes, auf File-Ebene konsistentes Storage. Das würde mich aber noch was interessieren. Mhm. Wenn du nochmal raufgehst, jetzt hast du ja die einzelnen, noch weiter rauf, die einzelnen Platten gemountet. Theoretisch könntest du aber ja auch auf die Disk 1 Brick schreiben und auf die Disk 2 Brick auch schreiben. Ganz genau. Es also ist unabhängig davon. Dass ich nicht über Cluster gehe. Ja. Noch einmal wiederholen, so zusammenfassen. Also, nein, es geht schon, das war laut genug. Ja. Also es ist so, dass man hat jetzt seine Mount Points. Der Mount Point ist Disk 1 und Brick ist ein Unterverzeichnis. Ja. Ich kann auf dieser Disk noch beliebig andere Verzeichnisse haben, die mit Cluster nichts zu tun haben, weil ich sage Cluster, ab dem Verzeichnis Brick ist er zuständig. Also Brick ist halt das Cluster-Sprech für ein Brick. Ja. Und ich habe das auch teilweise so im Einsatz, dass ich auf derselben Disk ein Verzeichnis habe, das außerhalb von Cluster ist. Du kannst ganz normal schreiben, es ist ein normaler Mountpoint, aber wenn du über Cluster gehst, dann verteile das auf die Bricks, die ihm zur Verfügung stehen. Und sollte jemals meine beiden Festplatten voll werden, kann ich halt eine dritte dazuhängen und sage dann einfach nur Volume, und also spiel mit in dem Volume und dann fangt er an, die dritte Disk weiter anzufüllen. Kann er auch online balancen? Ja, aber ich habe auf der Foster mit Cluster Developern gesprochen, die gemeint haben, ist, geht, aber das ist so, dass brauchst nicht unbedingt, weil es von der Leistung her eh nicht viel rausholst, weil er ja nicht parallel schreibt, sondern immer nur eine Disk bedient. Und beim Balancen ist das der Punkt, wo du wirklich deine Daten von A nach B schreibst und wenn da irgendwas schief geht, ist es halt die größte Chance für einen Datenverlust. Also man kann es machen, ist aber in der Praxis so nicht notwendig. Und wo werden die Metadaten abgelegt? Die Metadaten werden in Extended File Attributes abgelegt. Das heißt, du hast auch keine Datenbank in dem Sinn, sondern du hast in jedem Ordner, hat er die Metadaten, die er braucht, wo er sich die Hashing-Tabelle ablegt, welche Files wohin gehen. Wird dann auf jeden Brick ein Duplikat werden? Genau, das heißt, du hast auf jedem Brick immer die ganze Ordner-Skelettstruktur, aber halt die Files sind verteilt. Aber die Ordner sind immer auf allen Bricks. Und die Metadaten in Extended File Attributes pro Ordner. Die Ordnerstruktur ist wirklich gleich, so wie es im Endeffekt ist. Ganz genau. Und der Ordner hat dann zusätzlich das Extended Attribute. Das heißt, wenn du das backuppen willst, musst du da die Extended Attributes einschalten und dann backuppen. Also wenn der Backup-Solution keine Extended Attributes lesen und später schreiben kann. Du, wenn du zum Beispiel die brauchst das in dem Fall so, aber nicht wirklich backuppen. Also wenn du das High-Level Cluster besser und den unterliegenden Storage. Ja, aber du backst deine Daten. Also ich mache es jetzt so, dass ich mache Backup von den Daten und nicht von den Cluster-FS-Metadaten explizit, weil wenn ich meine Daten wieder herstelle, kopiere ich es rein, mache ein LS drüber und erzeugt sich seine Metadaten selber. Also du kannst, ich habe es in dem Fall, dadurch, dass der Raspberry Pi jetzt nicht so gern mit viel Daten über USB belästigt wird, ist nicht sehr performant in meinem Fall, wollte ich die nicht physisch bewegen. Das heißt, ich hatte die Daten schon auf der Platte, das waren 2 Terabyte, und ich habe dann ClusterFS im Nachhinein drauf gemacht und habe dann einfach nur übers ClusterFS ein Listing gemacht. Also ich habe die Files dann einfach mit einem Move reingeschoben, dadurch wurden sie nur im Filesystem umgehängt, aber physisch nicht bewegt. Dann machst du ein Listing drüber und sagst, die Files kenne ich noch gar nicht und erzeugt sich seine Metadaten selbst. Das geht auch relativ flott. Ich meine, ich habe es jetzt in der Arbeit zu tun mit Cluster mit 100 Terabyte netto pro Brick. Da dauert es ein bisschen länger. Aber es ist der Aufwand von Extended File Attributes Backup und wieder zurückspielen und sicher sein, dass es passen, in keiner Relation zu einem, machen wir mal ein LS und gehen mal Kaffee trinken. So viel dazu. Das war's eigentlich. Sorry, es ist Zeit für Food. Machen wir einen Break, ne? Wollt ihr keine deutschen Wörter?